Mit dem Beamen von Atomen war er genauso in den Schlagzeilen rund um die Welt wie mit der Entwicklung eines Quantencomputers. Für seine Arbeit hat er internationale Forschungspreise erhalten. Rainer Blatt, einer der weltweit führenden Quantenphysiker, arbeitet in Innsbruck. Quantenbits zu verschränken und in unterschiedliche Zustände zu versetzen, das gehört zu seinem Forscheralltag. Ineinander verschränkt und miteinander verknüpft sind dabei auch seine Arbeitsplätze. Quasi hat auch Blatt zwei Zustände. Er forscht am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Akademie der Wissenschaften. Und er arbeitet und unterrichtet auch an den Physikinstituten der Universität Innsbruck. Insgesamt 6 Arbeitsgruppen verbinden die physikalischen Forschungseinrichtungen. Das heißt, wir können, wie man so schön sagt, Synergien nutzen. Wir können die Studenten mit in den Laboren haben, sie ausbilden. Die Studenten kriegen dadurch technische Möglichkeiten, die sie an den Universitäten so einfach nicht haben. Umgekehrt können die Mitarbeiter des Akademieinstitutes davon profitieren, dass wir eben die Mitarbeiter der Universitäten mit heranziehen können, sodass insgesamt für die Quantenoptik und Quanteninformation in Innsbruck eine kritische Masse entsteht. Sodass tatsächlich neue Ideen nicht nur entstehen können, sondern auch umgesetzt werden können mit der Infrastruktur und der Technik, die die Gemeinsamkeit der beiden Institutionen zur Verfügung stellt. Die Akademie der Wissenschaften ist eine staatliche Forschungseinrichtung. 1847 wurde sie gegründet. Das Institut für Quantenoptik und Quanteninformation in Innsbruck gibt es seit 2004. Es ist gegründet worden, um die Quantenforschung in Innsbruck zu vertiefen, bessere Möglichkeiten zu schaffen. Das IQOQVI ist am Campus Technik im Westen Innsbrucks und somit in unmittelbarer Nähe zur Universität Innsbruck angesiedelt. Die Hörsäle und Physiklabore sind in Fußreichweite. Davon profitieren die Wissenschaftler und auch die Studierenden. Die Studierenden haben natürlich den großen Hintergrund des technischen Know-hows an einem solchen Akademieinstitut. Sie können in den Laboren mit ausgebildet werden, sie können hier die Geräte mit verwenden. Und die Studierenden haben natürlich auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Verfügung, die am Akademieinstitut tätig sind, die zum Teil auch dann Lehraufgaben an der Universität wahrnehmen. In den Laboren der Universität ist in den letzten Jahren viel geleistet worden. Die Erfolge der Forscher haben der heimischen Quantenphysik internationale Sichtbarkeit verschafft. Auf lange Sicht werden wir aber in Innsbruck nicht umhin können, ein Haus der Physik zu haben, das beide Aktivitäten sowohl auf der Universitätsseite als auch der Akademie bündelt und zusammenführt. Nur dann wird aus dem Gemeinsamen ein großes Ganzes, was noch weitere Sichtbarkeit erhält. Diese Infrastruktur wird dringend notwendig sein, speziell auch jetzt im Hinblick auf die neuen Entwicklungen und auf die Konkurrenz, die wir mittlerweile im Ausland haben. Durch die Zusammenarbeit von Universität Innsbruck und Akademie der Wissenschaften kann derzeit auf höchstem Niveau gearbeitet werden. Das IQOQVI und die Innsbrucker Quantenphysik haben internationales Renommee und Strahlkraft. Mitarbeiter aus über 20 Nationen arbeiten hier zusammen an Technologien der Zukunft. Mehr als 150 Wissenschaftler aus aller Welt besuchen jedes Jahr die Quantenphysik in der Tiroler Landeshauptstadt.